Ich bin die Magdalena Kalzers und bin Universitätsassistentin an der Universität Klagenfurt. Also zurzeit verfasse ich gerade meine Dissertation, aber ich halte auch Vorträge und schreibe Publikationen und bin in der universitären Lehre tätig und natürlich auch in der internen und externen Kommunikation, intern im universitären Bereich und extern mit Russischlehrerinnen zum Beispiel. Französisch und Latein, aber auch Deutsch. Ich habe Französisch und Slawistik studiert mit dem Hauptfach Russisch und ich habe das studiert, weil ich mich immer schon für Sprachen interessiert habe und also für den Aufbau der Sprachen, aber auch für den Spracherwerb, Fremdsprachen lernen, wie funktioniert das, wie lernt man eine Sprache und ja, genau. Gerade meine Dissertation und hier erforsche ich die visuellen und sprachlichen Propagandastrategien in russischen TV-Talkshows während der Ukraine-Krise 2014. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich mit einem politisch sehr relevanten Thema und schaue mir einfach an, wie wurde die Ukraine und Russland natürlich auch in diesen Talkshows dargestellt. Also am meisten gefällt mir natürlich die Abwechslung, dann die Fokussierung, dass man sich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigen kann, aber auch der Austausch mit den Studierenden und der Kontakt mit anderen Forscherinnen. Ja, das schönste Erlebnis war nach einem Vortrag, wo ich meine Dissertation vorgestellt habe, sind einige Zuhörerinnen zu mir gekommen und haben sich bei mir bedankt und mir gesagt, wie wichtig sie es finden, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige und dass ich das einfach aufzeige und haben mir hier ihr Interesse bekundet und das hat mich einfach bestärkt in dem, was ich mache. Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, Verständnis für das universitäre Leben zu erzeugen, nämlich zu zeigen, womit beschäftigt man sich an der Uni und worin besteht eigentlich die Arbeit, nämlich in erster Linie in der Forschung und der Publikation der Forschung, weil mich viele Leute immer fragen, ja, was machst du eigentlich jetzt im Sommer, du hast doch Ferien, aber der Sommer ist eigentlich die Zeit, in der man sich intensiv mit der eigenen Forschung beschäftigen kann. Und das möchte ich auch den Leuten gerne vermitteln. Ja, ich möchte auf jeden Fall bewirken, dass die Menschen reflektierter und kritischer werden, dass sie sich, dass sie Dinge mehr hinterfragen und dass sie erkennen, wie wichtig es ist, eigentlich sich mit Sprache zu beschäftigen, sei es jetzt mit der Muttersprache oder aber auch mit Fremdsprachen, weil Sprache unglaublich viel kann, unglaublich viel Macht auch besitzt. Und ich möchte natürlich auch für sprachliche Vielfalt plädieren, dass man sich einfach mit mehreren Sprachen auseinandersetzt. Es wird mehr Forscherinnen geben, einerseits um den Stellenwert der Forschung zu erhöhen und andererseits, wenn es mehr Forscherinnen gäbe, dann gibt es auch mehr Menschen, die sich mit einem Thema beschäftigen und dann könnte eine intensivere, schnellere und bessere Auseinandersetzung mit einem Thema stattfinden und ja, wahrscheinlich können wir es dann in der Folge auch zu besseren Ergebnissen, vor allem zu besser verifizierten Ergebnissen. Also auf jeden Fall sollte man Neugier mitbringen, natürlich auch Ausdauer, Genauigkeit und Beharrlichkeit, aber das Wichtigste ist sicherlich die Freude, sich mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen und etwas Neues zu entdecken.